Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Relapse von Eminem in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Relapse von Eminem, das Ganze aus dem Jahr 2009. So sieht das Ganze aus. Und bevor wir die Folie abnehmen, haben wir hier noch einen Sticker, den wir zur Kenntnis nehmen. Und zwar lesen wir hier Relapse, Mathers Marshall, also der bürgerliche Name von Eminem, prescribed by Dr. Dre, also verschrieben von Dr. Dre, 8 Mile Road, Detroit, take one tablet one time daily at 3 a.m., also 3 in der Früh eine Tablette nehmen, nachfüllen am 19. Mai 2009 und 250 Milligramm Kapseln sind das. Gut, so sieht das Ganze aus. Es ist wirklich durch und durch in dieser Tablettenoptik. Wir werden jetzt mal hier die Folie öffnen. Und was ich jetzt gerade bemerke, dem einen oder anderen ist es vielleicht schon aufgefallen, dass das gar kein Sticker war, sondern dass das hier auf dem Cover aufgedruckt ist. Gut, somit bleibt uns das erhalten, auch wenn wir die Folie abnehmen. Umso besser, habe ich jetzt um ehrlich zu sein nicht so drauf geachtet. Also wir haben hier den Interpreten Eminem abgebildet in riesiger Pillenform. Also hier sind wirklich hunderte und tausende Pillen zusammengeschüttet. Aber man erkennt hier doch sehr deutlich das Gesicht des Interpreten. Rechts unten haben wir dann noch einen Verbraucherhinweis auf Englisch. Auf der Seite lesen wir dann hier oben ebenfalls Eminem Relapse. Hier unten zieht sich dann dieser Sticker, dieser Aufkleber, dieser vermeintliche Aufkleber durch. Und auf der Rückseite haben wir dann nochmal die Rückseite dieser Medikamentenoptik. Also hier steht eben etwas von Supply. Und dann haben wir hier die Tracklist. Und zwar haben wir hier insgesamt 20 Tracks an der Zahl. Wir haben Features von Dr. Dre, nochmals Dr. Dre und 50 Cent. Und wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Skits mit drauf. Gut, dann haben wir relativ ungewöhnlich hier eine Verteilung der einzelnen Tracks aufgelistet. Und zwar lesen wir hier, welche Tracks sich auf welcher Seite befinden, A, B, C und D. Also 4 Seiten und jeweils eben 5 Tracks mit drauf. Und hier unten noch Executive Producer Dre. Gut, dann haben wir noch Credits und Barcode. Das Ganze ein Gatefold zum Aufklappen. So sieht das Ganze dann von innen aus. Also wir haben hier links, sieht so aus wie so ein Arbeitstisch, so eine Arbeitsplatte mit diversen Fotos, sieht aus wie so eine Mappe, so eine Akte, Patientenakte. Dann haben wir unter anderem ein Foto von Eminem sitzend und dann hier auch nochmals zumindest geschminkt. Und auf der rechten Seite haben wir dann nochmal Official Prescription stehen, in diesem Fall hier die Credits, die Mitwirkenden erfasst. Und dann haben wir hier nochmal die gesamten detaillierten Infos zu den einzelnen Tracks und auch noch hier ein kleiner Hinweis auf Proof, der ja erschossen wurde. Okay, dann schauen wir mal auf der linken Seite in die erste Vinyl hinein. So sieht das aus. Ich schaue jetzt nochmal kurz, aber ich glaube, nein, hier ist nichts weiter drin. Und zwar haben wir hier klassisch eine Vinyl in weißer Papierhülle. So sieht die Vinyl dann aus, Relapse, sieht aus wie der Pillendeckel, also hier steht Push, Down and Turn und hier haben wir auch die zwei Pfeile eingezeichnet mit Push und Close. Vielleicht ganz kurz, wie das so regulär ausschaut, also wenn wir hier so eine reguläre Pillendose nehmen, dann sieht das hier so aus. Also, dass sie wirklich in Anlehnung an so eine Medikamentenpackung, an so eine Pillendose gestaltet. Relapse lesen wir hier oben dann noch und dann haben wir hier noch die ersten 5 Tracks, die sich auf dieser A-Seite befinden. Dann haben wir die B-Seite, die ist ebenfalls in diesem Design, darunter natürlich die weiteren 5 Tracks mit drauf. Und die Vinyl ist ganz klassisch in Schwarz gehalten, wie man das kennt. Und in einer weißen Papierhülle. Dann haben wir auf der zweiten Seite, in diesem zweiten Stecker natürlich auch noch eine Vinyl samt Cover drin. Und ich schaue auch hier wieder, aber ich glaube auch hier, ja, auch hier ist nichts weiter drin.
Und dann haben wir die zweite Vinyl und diese sieht dann so aus. Und zwar haben wir hier vom Design her genauso, in diesem Fall dann die C-Seite und dann natürlich auch noch die D-Seite. So sieht das aus. Dann machen wir auch diese wieder zurück in die Hülle. So. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Und zwar erhalten wir diese zwei Vinyls, diese Doppelvinyl mit insgesamt 20 Tracks. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Relapse von Eminem. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Eminem unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.